So, dann gehen wir jetzt nochmal gerade eben oben hin und machen da die eine Truhe noch auf. Ja, gib ihm. Plop. Das war's nicht wert. Naja, eigentlich nicht. Ein Schlüssel für eine Bombe ist jetzt nicht so der Tausch, wo man sagt, yo, Naja, geil. noch haben wir den Boss nicht gemacht, von daher wissen wir nicht, ob du deine beiden roten Herzen noch haben wirst, wenn wir damit fertig sind. Naja, ich habe ja einen Treffer gut, ich habe noch mein Book of Shadows, Aber was ich glaube, mir. ich schieße zwar durch Steine durch, aber ich glaube, ich mache keinen Schaden auf der anderen Seite von Steinen. Echt? Also, Oder nur dieser Laser, der manchmal. macht halt, man muss mit dem wirklich genau treffen, der macht Ja, halt nicht die klar. ganze. Aber Oh, ein schwarzes Herz gefunden, cool. der Schlüssel war auf jeden Fall nicht schlecht, ein schwarzer Herz hatte ich auch nicht. Die Viecher werden halt dadurch angenehmer, weil du machst halt allen Körperteilen Gleichzeitig gleichzeitig Schaden. Schaden. Ja, wenn da vorausgesetzt, du schießt halt in Körperrichtung. Ja, du weißt schon, Ganz was ich meine. genau, ja. Pass auf. Ja. Hey! Dafür sind die halt richtig uncool. Mist. Aber ich glaube, ich habe gerade auch einmal Schaden genommen und habe keinen Schaden gekriegt. Das wäre Echt? natürlich mega geil, wenn ich das auch noch hätte. Aber es ist halt die Frage, ob du dein Holy Shield verlierst, wenn ich Schaden nehme, weißt du? Ja, das ist durchaus eine interessante Frage. Wir machen jetzt erstmal den Boss. Monstro 2. Da Deswegen. werde ich glatt mal drin stehen bleiben und dem mit dem Book of Shadows hier den Schaden entgehen. Oh, das Viech hält so viel aus, ey. Wow! Das war mein Mantel, da war schon der Book of Shadows-Effekt weg. Ich lieb dich nicht, geh weg! Der springt dir dann einfach nur hinterher, wenn er pheromonisiert Ja. ist. Wenn er stehen bleibt, dann lasert er manchmal. So zum Beispiel. Na, wir kriegen ihn aber ganz gut weg. Monstro, bitte geh von uns. Bitte, bitte, geh Und von uns. Hilfe! ist momentan aussieht sogar ohne Schaden. Das. Warum sagst du sowas auch? Mann! Vorführeffekt. Was ist das denn? Plazenta, HP up und Regeneration Das und ist natürlich auch jetzt. geil. Was ist das denn? Das ist das Ghost Baby, Das welches ich brauchen wir ja nicht eigentlich mitnehmen nicht. will. Nee. Ich hole mir gerade noch eben die Batterie, die da oben liegt, für mein Ist das Book nicht of sowieso, ist Shadows. das nicht sowieso wieder voll? Nö. Einen von drei Ladungen habe ich drin jetzt. Also, das heißt, auch wenn du eine Ebene runter gehst, ist das nicht wieder voll Nein. automatisch. Okay. Nein. Aber die So. Laser, die haben jetzt schon, glaube ich, ziemlich Power. Also. Durchaus, ja. Vor allem, weil wir sie halt sozusagen mal zwei haben. Genau, und außerdem hast du ja noch, also gewissermaßen von vornherein, noch deinen Was zum Beispiel Azazel-Bonus. auch richtig cool ist mit dem Holy Shield, wir kommen hier kostenlos rein. Ja. Pass auf. Das hat sich natürlich gelohnt, aber. Nein, es hat sich absolut nicht gelohnt, aber wir kommen auch kostenlos raus. Weil das Shield halt für diesen Raum direkt wiederhergestellt wird. Ja. So, das ist Wow. eine Arcade. Das war Und dann. eine unbekannte Pille mit einem Range Down. Ja, Das bringt bei diesem das ist scheißegal. Setup wohl gar nichts mehr. In den Boss-Challenge-Raum kommen wir nicht rein, weil wir mehr als ein rotes Herz haben. Kommst du nur rein, wenn du nur ein rotes Herz hast? Ja, oder weniger. Das ist natürlich extrem geil für Charaktere wie Azazel. Richtig. Also in der Regel. Im Endeffekt sind die Boss-Challenge-Räume in dem Spiel auch nicht mehr so stark wie im ersten Teil von Binding of Isaac. Ich Idiot, ich bin da gerade wirklich Du hast aber durchgeflogen. keinen Schaden genommen. Ja, also ich Dafür hab. habe ich jetzt Schaden genommen. Also wir haben beide zusammen einen Schaden, einen Treffer. Gut. Wo Das heißt, wir. dein Schild verpufft, wenn ich Schaden nehme. Richtig. Okay. Aber trotzdem ist Aber das es wäre echt auch ziemlich gut. OP, wenn wir beide einen frei hätten, oder? Ja. Gut, das hat sich jetzt so nicht so wirklich rentiert. Das ist schön. Ein Bettler. Ich liebe die Bettler, weil die einem Items droppen können. Das ist richtig gut. Und meistens brauchen die auch keine 11 Münzen. Und dann sowas. Ah, oh, perfekt. So ein Item wünscht man sich doch. Unbedingt, was ist das denn? Das ist cool. Das ist der Ball of Tar, der uns. Genau, der. Beweg dich mal bitte. Okay, uns beiden. Das heißt, auf diesem schwarzen Glibber werden Feinde verlangsamt. Das ist natürlich geil. Und schießen auch langsamer. Das ist natürlich richtig geil. Zumal, wenn wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Schön das Feuer hier ausmachen. Gib ihm. Warte mal, geh mal Das bitte weg. Feuer ist natürlich mit den Lasern extrem geil. Du willst ja jetzt doch mal deine Bombe loswerden, gell? Kein schwarzes Herz, Wow, schade. gar nichts. Ja. Engelchen, ich. Naja, da unten war es eingekeilt. So. Oho. Oh, wie süß. Ich bin jetzt Maggie, Du bist gute so Arme, gell? wunderschön. Geh da mal weg. Du willst die Feuer gerne ausbomben? Ja. Krieg ich Bomberman. zwei eigentlich? Krieg ich eigentlich vier auf einmal? Ne. Offenbar nicht. Komm, ja, scheiß doch mal auf 50% Chance. Alter. Jetzt können wir mal ausrechnen. 6x50%. So. Hier merkt man es jetzt. Ihr habt es gesehen, wie der gute Larry
verlangsamt wurde. Tiefen 2, das heißt, wir wollen die Ebene komplett machen. Wir müssen nämlich gegen Nami kämpfen. Kämpfen. Fighten. What the Ohne Karte. Fuck is that? Achso, das ist ein Monster. Ja, aus den Viechern können Monster kommen. Das ist cool, das teleportiert uns in den Geheimraum und da ist Greed. Hi, was geht bei dir? Da war Greed. Bip. Können wir die jetzt noch dem Bettler an den Kopf werfen? Ja, worum er der war. Der war in einem großen Raum, glaube ich. Nee, war er nicht. Bullshit. Ach Mist, die Dinger. Und allein für sowas, ne, ist dieses mit den Slow-Mo-Sachen echt angenehm. Was ist das denn? Hatten wir die schon? Nee, kurz mal. Lockdown. Läuft. Ja, dann ist das sauber. Vielleicht mit dem Bettler doch keine Option mehr. Ach, wieso? 15 Münzen. Ja, klar, aber... Könnte man auch in den Shop gehen. Ja, eben. Und in die Arcade. Ja, mit einer Lockdown-Pille. Wir haben ja so viele Herzen, ne? Nee, Junge, bitte nicht. Komm schon. Ach so, ja. Ach, das verbraucht nur die Roten. Ich verstehe. Kannst du jetzt das letzte Rote auch noch opfern? Nein. Das heißt, war hier nicht der Boss-Challenge-Raum? Ach, wir haben ja sogar Regeneration. War hier nicht der Boss-Challenge-Raum in der Ebene? I'm not quite sure. Ich glaube wohl. Der war aber direkt beim Spawn, wenn ich mich richtig erinnere. Also, der war da oben. Ich hab den gerade auf der Karte gesehen. Du musst dich aber ein bisschen beeilen, weil du hast ja Regeneration. Ja. Also das triggert nur alle 60 Sekunden oder so. Na, dann halt dich ran. Ich dachte schon, komm jetzt direkt wieder, zack, kurz vorm Raum und dann buff. Nein. Geht mir nicht. Machen wir, würde ich sagen, oder? Kannst du dich noch rausteleportieren? Nein. Oh mein Gott. Unser Schaden ist halt echt nicht so gut. Das geht. Also ich meine, es ist kein Azazel-Schaden, aber ich meine, ich glaube, wir machen zu zweit mehr Schaden als du alleine vorher. Aua, ja, da habe ich gerade. Hey, den kenne ich doch, den Shield Boss. Verbraucht. Den habe ich doch schon mal gesehen heute. Ich weiß nicht. Sicher. Aber du hast dein Shield noch. Wir können beide einen Treffer fressen. Oder? Ja, doch, wir können beide einen fressen. Das ist natürlich richtig geil. Nee, du hast gerade Schaden genommen, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur ein halbes blaues Herz gehabt. Echt? Ja. Und du hattest danach zumindest auch das Leuchten um dich rum. Ja. Ich wollte es gerade noch gesagt haben. Komm, Monstro. Geh von uns. Ja, komm schon. Boah, scheißviech. Das hält einfach so viel aus. Monstro ist einer der HP-Stärksten. Alter, das gibt's gar nicht, ey. Da habe ich gerade ziemlich unnötig die Herzen weggeworfen. So. Also der Raum hat sich echt nicht gelohnt, muss man mal sagen. Dann spenden wir noch ein wenig. Ich glaube, wir haben den Bloodbag schon freigeschaltet. Vielleicht finden wir ihn, ja. Dann haben wir einfach mal ein HP-Up noch bekommen. Und wir haben ja genug Herzen rumliegen. Nee, so. Haben wir Pech gehabt. Ich würde, glaube ich, sogar nochmal den Weg zurück machen. Jetzt ist die Frage... Nein, hol dir das schwarze Herz nicht. Wir haben noch Mami vor uns in der Ebene. Und dann kannst du dir lieber danach nochmal einen Herzcontainer von mir gönnen. Also du verlierst das schwarze Herz sowieso? Nein. Ja, ich denke mal. Würde ich jetzt einfach mal so meinen. Okay. Wo war denn der Bettler? Der Bettler, der war irgendwo unten. Richtung unten. Ach, der hat ja schon ein Item gedroppt gehabt. Hab ich ganz vergessen. Ach, wir könnten ja, also da unten waren auch nochmal anderthalb Herzen, das heißt, du kannst nochmal zurück zur Bloodbank. Ja, mach ich auch. Wir haben 40 Münzen, das ist natürlich schon geil. Nur haben wir halt die Lockdown gefressen, ne? Das ist ein bisschen nervig. Das dürfte, glaube ich, unsere Chancen auf den Bloodbank ziemlich minimieren. Na, die Bloodbank explodiert ja eigentlich immer mit einem Item, glaube ich. Dazu müssen wir sie aber erstmal leer kriegen, das ist halt schon ein echtes Problem, weil... So. Ach Gott. Ja, mit dem Bloodbag, das Blitze mit dem Lockdown, das ist jetzt natürlich echt. Also ich würde mir mindestens 30 aufheben für den Shop. 30 würde ich nicht. Selbst wenn wir alles kaufen wollen, dann brauchen wir 25 maximal. Nein! Das Problem hat sich von selber gelöst. So. Boah, wie viel ist denn da drin in der verdammten...
Der ist Options, ein richtig gutes Item, welches ich nochmal eben freischalten wollte. Und zwar, wenn wir das einsammeln, haben wir bei jedem Bosskampf, wo wir am Ende ein Item kriegen, die Wahl zwischen zwei Items. Das ist natürlich richtig geil. Gleich bei Mami kriegen wir auch wieder was. Nee, bei Mami können wir nur. Nee, bei Mami kriegen wir nichts, oder? Klar. Wieso sollten Ey, wir kriegen wir nicht? bei Mami noch ein Item? Später findet man dann. Oh. Also ich würde auf jeden Fall. Better Pilz ist natürlich richtig geil. Range Up. Das ist Jetzt nicht natürlich so die Ansage, aber. jetzt ein bisschen von Arsch. Aber Speed Up wäre ganz nett oder ein Luck Up. Noch ein Ranger-Pill. Ja, wenn wir jetzt noch den normalen Azazel-Schuss Die hätten, Bombe dann wäre das lassen wir natürlich ganz mal. geil. Ah, so. Und das PhD hat uns einen Full Health Effekt gegeben, aber ich gehe jetzt nicht extra nochmal zurück zur Blutbank. So. So, ich lasse dich das jetzt alleine machen. Du hast natürlich keine Ja. Feuerunterstützung da, das ist ja klar, ne? Ich nehme mal lieber. Wenn du das meinst. Macht der Fuß auch Schaden oder knockt er dich nur zurück? Der macht auch Schaden, wenn ich nicht den Shadow-Effekt hätte. Denn du gerade durch das Buch gekriegt hast. Ganz genau. Durch das Trinket. Nee, nicht Trinket. Spacebar-Item. Wo ist jetzt schon? Ach Gott, ich mag gar nicht erst. Spacebar-Item ist ja oben drin, das muss man halt gezielt. Das war mein Holy dein. Mantle. Ja. Treffer, den ich noch einstecken durfte. Genau. Boah, geht auch mal kaputt. Mann's. Danke sehr. Doch, wir kriegen noch ein Item. Okay, dann hatte ich mich da echt geirrt. Aber du kriegst auch noch eins. HP ab ist natürlich richtig geil. Ja, wir haben ja das There's Options nur freigeschaltet, nicht Achso, ja klar, eingesammelt. wir haben es ja nicht eingesammelt, logisch. Hier unten ist noch ein blauer Stein. Alter, Schon jetzt. ungewohnt, dass ich den sehe, weil normalerweise übersehe ich blaue Steine immer grandios. Jetzt wird's aber so richtig eklig mit dem Leben. Das ist ja. Blach. Aber wir haben den Holy Mantle, der ist an sich schon ziemlich gut. Also auf der Ebene kann er uns, glaube ich, echt eine Menge Kummer ersparen. Ja. Das gehört auf jeden Fall Und zu den besten Items. zusätzlich hier noch mit dem Verlangsamen Mit von dem den Gegnern. doppelten Verlangsamen sogar. Ach, Mann. fuck it. Ja, wir haben aber keinen Schaden gefressen, von daher. Nö. Was soll's denn? Ja, wir haben So. sogar doppeltes Verlangsamen. Was Ja, verlangsamt? du Verlangsamer. verlangsamst und ich Also verlangsame, das meine meinte ich. ich. Also wir verlangsamen doppelt so viel Fläche am Boden. Und wir haben noch die Karte, das heißt, wir können uns unnötige Räume sparen. Zum Beispiel weiß ich, unten kann der Boss nicht sein, sonst wäre es eine Boss-Tür. Das bringt die 48 Stunden Energy-Pille. Zwei Ladungen für das Spacebar-Item. Ist natürlich ganz geil. Kannst auch eine Pille einfach mitnehmen, ohne sie zu fressen. Klar. Das heißt, das machst du jetzt auch. Es sei denn, wir haben so einen richtig abgefuckten Boss in der Ebene. Was ich aber nicht glaube. Also wenn's. Ich würde es am liebsten bis Mams ha Aber. hart behalten. Fuck it. Aber wir haben beide einen Treffer gut. Hast du gerade auch Schaden gefressen? Nö. Okay, aber ich. Aber du hast noch. Du hast aber noch deinen Umhang, ne? Also, du Naja, hast. ich habe noch mein Holy Mantle. Obwohl ich Schaden gefressen habe. Das Laserviech kann sich mal gestohlen verdrücken. Wir machen mehr Laser Damage. Ah! Also, das Kackviecher. mit dem Holy Mantle, das ist echt schon eine gute Sache. Ja, definitiv. Wir So, haben ewig schon und keinen letzter Schaden mehr Raum und genommen, dann also. haben wir den ersten Wump-Boss. Oh mein Gott. Alter, ja, das war der Schaden, den ich nehmen kann. Der erste Wump-Boss, der ist noch zufällig, gell? Jo. Skolex ist jetzt nicht so das Problem. Boah, ja, da bin ich voll in das spawnende Viech rein. Skolex dauert einfach nur fucking lange. Das ist, wie heißt der andere? Hin. Genau, das ist die asozialere Form von dem, gell? Ja, das ist die. Wir können ihn halt nur am Arsch verletzen. Oh, Das wird richtig erotisch. nervig. Oh mein Gott, das dauert so lange. Aber er ist verlangsamt, das ist ganz nett. Ja, Achtung, es explodiert. Not today. Boah. Können wir ihn gar nicht verletzen. Ach, es geht, aber ich meine, für den Wump-Boss ist er geschenkt, finde ich. Ja, es ist nicht, es ist kein richtig schwerer Boss-Gift. Ich sag Dieser was. Held, ne? Ah, jetzt habe ich auch Schaden genommen. Ich sollte aufhören, mir ein Beispiel an dir zu nehmen. Jawohl, hat sich selber gesprengt. So. Noch ein HP hat das ist natürlich richtig geil. Und drei blaue Herzen, das ist natürlich noch geiler.
Dann gehen wir nochmal kurz hoch, holen uns die Battery. Meinst du, so könnten wir ja eigentlich, wenn wir jetzt die nächsten Ebenen nicht übermäßig viel missbauen, könnten wir Mars Hard schaffen, oder? Ja. Zu Satan können wir wahrscheinlich nicht. Wir haben keinen einzigen Satan-Deal gehabt, oder? Nee. Ja gut, vielleicht haben wir ja trotzdem Glück, aber wir waren gerade noch in dem Engelsraum und haben da den Kram mitgenommen. Also glaube ich nicht, dass wir zu Satan dürfen. Wir werden sehen. Und Kathedrale halte ich auch eher nicht für möglich. Hier unten können wir mal kurz reingucken. Ja, nur Schilder mal. Wir werden gleich sehen. Ja, gut. Achtung! Ah! Sorry. Ja, ah, ist okay. Ja scheißegal. Ich habe ja immer noch Idiotenfreiheit. Was, Paralyse gibt es trotzdem, obwohl wir das PhD haben? Das ist doch keine gute Pille, nie im Leben. Ich denke mal, dass Mams Hard eher oben ist. Lag. Das Item heißt ja auch Better-Pills, nicht nur gute Pillen. Nee, stimmt. Und vor allem sieht man, welche Pillen es sind, bevor man sie einsetzt. Ah, fuck. Das war mein Fehler, sorry. Hast du dich ja gerade bewusst weggeportet? Nein, das macht die Hand. Wenn die Hand dich trifft, dann werden wir aus dem Raum geportet. Und die kommen jetzt auch nochmal. Also beweg dich. Immer schön in Bewegung bleiben. Hä? Boah, die waren noch tot. Echt? Haben wir die beide kaputt gekriegt gehabt? Ja, die sind beide kaputt gegangen. So, die machen uns jetzt auch keinen Schaden mehr. Das war gut. Die roten Häufchen machen uns Schaden. Deswegen bist du gestorben. Ich hab doch eigentlich die Narrenfreiheit. Ich versteh's nicht. Du bist zweimal an dem roten Häufchen geblieben. Was bin ich denn? Ich bin jetzt Cyber... Glitch Baby. Wow! Ja, gerade für mich ist das Item aber wirklich genial. Das ist mit dem... so zwei Treffer einstecken könnte schon ganz schön, ne? Das würfel ich jetzt mal nicht neu. Was ist das denn, die 4? Ich weiß es nicht. Ich glaube, alle stationären Items, also alle Items, die wir noch nicht eingesammelt haben, werden neu gewürfelt. Naja, wir haben hier ja keine rumliegen, ne? Richtig. Oder würden auch die Herzen und sowas da... Nein, das sind Pickup-Items. Dafür gibt es auch eine Würfelzahl. Aua. Oh mein Gott. Hast du eins verloren? Ja. Wurde zweimal von dem Laser getroffen. Oh mein Gott. Du Held. Das war der erste. Ah, fuck it. Ja, da bin ich auch einmal zu viel. Da kommen wir nicht rein. Aber ich... Ah, ich verstehe. Doppel Duke of Lies. Okay. Da benutze ich jetzt doch gerade nochmal eben meine Unbesiegbarkeit. Aber ich... Ah, ich verstehe. Okay. Der Punkt ist nämlich, ich habe nur meine Unbesiegbarkeit, bevor du deine verlierst. Das heißt, nur wenn ich zuerst Schaden nehme, haben wir zwei. Ah, okay. Das klingt doof. Ach, jetzt krieg ich ein Lob. Ah, okay. Das, nein, das klingt ja logisch, aber es ist trotzdem doof. So, Mams Hard. Ich nehme sowieso immer zuerst Schaden. Abgehen. Erstmal direkt den Shadow-Effekt. Hallo, gehst du kaputt? Danke sehr. Alter. Ach, der Shadow-Effekt geht für mich auch. Das ist natürlich geil. Echt? Ja, hat er zumindest gerade. Ja, du siehst es halt bei dir nicht, zwei, ne? Ah, zwei Batterien sind natürlich auch geil. Ja, das war die 48-Stunden-Energiepille. Ach, okay. Ja, da bin ich gestorben. Ist jetzt die Frage, jetzt gerade zu respawnen, ist natürlich für den Arsch. Ach so, jetzt macht man dem Schaden gar kein Herz. Ja, sicher doch. Boah, Alter. Dreht Mami jetzt ein bisschen am Rad? Mhm. Aber wir sind gerade protected. Du machst übrigens keinen Schaden da oben. Ja, ich merk's. Yo! Alter, oh Gott! Im letzten Moment. Ah, gut! Mams Hardkill mit Azazel. Und wir gucken uns den Abspann einmal kurz an. Wir dürften etwas freischalten. Irgendein tolles Item. Endings. Everything is terrible, the game just got harder. Das heißt, wir kommen jetzt immer. Das heißt, wir haben jetzt 5 Mom-Hard-Kills oder was? Das könnte sein, das könnte sogar hinkommen. Und das bedeutet was? Das bedeutet, dass wir jetzt, glaube ich, immer zu Satan und zu Isaac können. Aber ich bin mir nicht sicher und wenn wir das halt beides haben, schalten wir die beiden Fotos frei. Und wenn wir die beiden Fotos haben, können wir in die Chest und zum Darkroom.
Aber das muss uns jetzt in diesem Run erstmal nicht mehr interessieren. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Das war's mit diesem Run. The Binding of Isaac Rebirth von den Battle Brothers Jahrheizung und... Der Unnahbare, genau. Und ich habe mich gar nicht so übermäßig schlecht geschlagen in diesem Run. Nein, durchaus nicht. Danke fürs Zusehen, Zuhören und tschö, tschö. Ciao.